Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Barbecue Schwabe. Heute mache ich diese Cevapcici Burger mit Bärlauchmayonnaise und wie ich das Ganze mache, zeige ich dir jetzt. Viel Spaß dabei! Für den Cevapcici Burger brauche ich natürlich Cevapcici. Hier habe ich mir 6 Cevapcici bei meinem Metzger geholt. Dann ein Burger Bun, das sind von meinen selbstgemachten Buns. Dann habe ich 2 Scheiben Emmentaler. Ich denke mal, ich kriege aus den Cevapcicis 2 Patties raus. Deswegen mache ich pro Patty jeweils eine Scheibe Emmentaler. Für die Bärlauchmayonnaise brauche ich Eigelb, dann ein bisschen Essig. Dann habe ich hier Bärlauchpüree, ein bisschen Sonnenblumenöl und ein bisschen Senf brauche ich dazu. Ich fange mit der Bärlauchmayonnaise an. Dafür nehme ich mir das Eigelb, gebe hier ein bisschen Salz dazu. Dann hier ebenfalls ein bisschen Pfeffer rein. Dann gebe ich den Essig dazu, dann ein kleines bisschen Senf. Verrühre das Ganze dann schon mal ein bisschen. Wenn das dann eine homogene Masse ergibt, dann gebe ich hier das Bärlauchpüree dazu und rühre das Ganze hier unter. Wenn das Ganze dann eine schöne homogene Masse ist, dann kann ich hier anfangen, während ich rühre, das Öl dazu zu geben. Hier gebe ich zuerst ein kleines bisschen Öl dazu, rühre das erstmal ein und wenn das stabil ist, dann kann ich hier nach und nach immer ein bisschen Öl dazu geben. Während man das Öl nach und nach immer weiter dazu gibt, merkt man, dass die Masse ein bisschen fester wird und hier hört man einfach auf, wenn man die gewünschte Konsistenz erreicht hat. So sieht die Bärlauchmayonnaise jetzt bei mir aus. Das ist für mich eine gute Konsistenz und die stelle ich jetzt nochmal zur Seite und so lange machen wir mit den Patties weiter. Für die Burger Patties nehme ich mir einfach die Cevapcicis, gebe die in eine Schüssel, knete die nochmal gut durch. Dann mache ich mir hier 2 Stücke draus und forme hier Kugeln draus. Kugeln müssen jetzt nicht super schön sein. So sehen die Cevapcici-Kugeln jetzt aus. Dann habe ich mir hier 2 Gefrierbeutel vorbereitet. Dann nehme ich jeweils einen unten, mache hier die Kugel drauf. Dann nehme ich meine Burgerpresse, gebe hier oben den zweiten drauf und drücke das Ganze dann einfach schön zusammen. So sieht das Patty dann aus, wenn ich es in Form gebracht habe. Genau das gleiche mache ich jetzt noch mit dem anderen. Anschließend nehme ich mir nur noch das Bun, halbiere das hier einmal. So, wenn ich das alles habe, dann bin ich schon bereit, um meine Sachen anzugrillen. Bei den Buns einfach die Schnittfläche ein bisschen angrillen, damit sie ein bisschen schön rösch ist und ein bisschen Farbe bekommt. So, das sollte schon passen. Die lege ich dann oben auf den Ablagerost. Und wenn ich die Buns angegrillt habe, dann nehme ich mir die Patties. So, und wenn die Patties von beiden Seiten eine gute Farbe haben, dann nehme ich meinen Emmentaler, gebe den hier drauf. Drehe den Grill dann ein bisschen runter und lege die auf den Ablagerost. Und lasse sie hier so circa 10 Minuten nochmal nachziehen, damit sie schön gar sind und damit der Käse gut geschmolzen ist. 5 Minuten sind jetzt um. Ich habe gerade schon mal reingeguckt, der Käse ist schon gut verschmolzen. So sehen die Burger Patties jetzt aus und so nehme ich sie jetzt auch runter. Dann nehme ich mir die Bärlauchmayonnaise wieder und verteile die auf meinen Burger Buns. Und so sehen die fertigen Cevapcici Burger mit Bärlauch aus. Ich schneide den hier jetzt mal an, dass wir ihn von innen angucken können. So sieht der Burger von innen aus. Recht unspektakulär. Aber ich probiere das Ganze jetzt mal. Also der Cevapcici Burger schmeckt hervorragend. Am Anfang, wo ich mir das Rezept überlegt habe, habe ich gedacht, vielleicht ist die Bärlauchmayo ein bisschen zu kräftig und die überlagert dann den Geschmack vom Fleisch. Aber das ist gar nicht der Fall. Das kommt richtig gut zur Geltung durch die starken Gewürze, die wahrscheinlich in den Cevapcicis drin sind.
Also man schmeckt ein bisschen von dem Fenchel und so und es hat einfach noch Power. Man schmeckt auch noch schön den Käse raus. Und ich glaube, hier könnte man sogar noch einen kräftigeren Käse nehmen, ohne dass sich das Ganze irgendwie überlagert. Am Anfang habe ich mir auch noch überlegt, ob ich Tomaten oder Gurken drauf machen soll. Was ich zum Glück nicht gemacht habe. Ich finde, das ist so richtig gut, wenn das so einfach ist und man schön diesen Fleischgeschmack noch hat von den Cevapcicis. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen. Wenn das so ist, abonniere gerne den Kanal und like das Video. Bis zum nächsten Mal.